Die Hauptversammlungssaison hat ihren Zenit überschritten. Die meisten großen Unternehmen haben Hauptversammlung abgehalten, Bericht erstattet über das letzte Jahr und über das erste Quartal diesen Jahres. Und das ist natürlich aufschlussreich, wie es weitergehen könnte im Verlauf des Jahres. Und wie es den Unternehmen geht. Viele, und das ist die gute Nachricht, haben die Pandemie weitgehend abgeschlossen. Das erste Quartal, das lief für viele sogar hervorragend. Für viele war es das beste Quartal, das beste erste Quartal in der Unternehmensgeschichte. Nimmt man alle DAX-Unternehmen beispielsweise zusammen, und der DAX ist ja geprägt von vielen exportabhängigen Unternehmen und damit ein Gradmesser, wie es international läuft, nimmt man also die Summe dieser 30 DAX-Unternehmen, deren Gewinne zusammen, dann erreicht man einen Betrag, der höher ist als jemals zuvor. Im Vergleich zum letzten Jahr, wieder erstes Quartal, haben sich die Gewinne der DAX-Unternehmen mehr als verdoppelt. Und das sind natürlich hervorragende Zahlen. Und das macht Mut auf Hoffnung, das macht Mut auf mehr. Selbst die Branchen, die lange von diesem extrem harten und langen Lockdown betroffen waren, wo Tristesse angesagt war, auch die sehen, dass die Lockerungsmaßnahmen Stück für Stück zurückgefahren werden, dass sich das Leben immer mehr wieder normalisiert und dass sich deren Geschäftsmodell auch wieder intakt ist, dass sie wieder Umsätze erzielen. Die Tourismusbranche beispielsweise, der Luftverkehr, die Hotels und Gaststätten, Reisebranche, all das wittert wieder Morgenluft und das verspricht natürlich oder macht zumindest Mut auf Hoffnung, dass das zweite Halbjahr vielleicht ein sehr starkes werden könnte. Dass die Pandemie damit endgültig überwunden ist, dass kein neuer Lockdown kommt. Und das wäre natürlich ein gewaltiger Aufschwung. Viele sagen voraus, dass die Menschen jetzt endlich raus wollen, dass sie wieder ihr normales Leben, ihre Freiheiten zurückhaben wollen. Und das spüren auch viele. Und das würde bedeuten, dass die Nachfrage nochmals deutlich anziehen könnte. Das sind positive Resultate. Aber natürlich gibt es auch immer in jeder konjunkturellen Phase mahnende Stimmen, die vor einem Börseneinbruch warnen. Die Börsen sind ja letztlich von Rekord zu Rekord gejagt. Und natürlich wird es nicht ewig so weitergehen. Und natürlich wird es immer wieder auch Rücksetzer geben. Wann die sind, kann niemand vorhersehen. Einige sprechen dafür, einige Indikatoren sprechen dafür, dass das zweite Jahr nochmal sehr, sehr stark werden könnte, dass die Börsenkurse längerfristig gesehen auch nochmal neue Rekordhochs erreichen könnten. Andere sprechen dafür, dass durchaus auch Gefahren lauern. Viele führen die Inflation und damit möglicherweise steigende Zinsen als Gefahren an. Die Inflation ist deutlich gestiegen. Europa etwa 2% Inflation aktuell, Deutschland etwa 2,5%, Amerika sogar zwischen 3 und 4%. Und die Bundesbank sagt voraus, dass im zweiten Halbjahr auch in Deutschland die Inflation über 3% springen wird. Und das macht natürlich Angst auf Zinserhöhungen. Wieso Angst? Weil dann grundsätzlich Umschichtungen von Aktien in Zinspapiere folgen könnten. Aber das Zinsniveau ist immer noch extrem niedrig. Und bis ein wieder normales Zinsniveau erreicht wird, zu dem es auch für Privatanleger Sinn macht, wieder in Zinsprodukten das Geld anzulegen, das wird nach meiner Meinung schon noch einige Zeit dauern. Also keine Angst, keine Panik, sondern so wie immer, sich zurücklehnen, drüber nachdenken und in Ruhe langfristige Entscheidungen treffen.
Die Inflation, die ist angestiegen, ja, aber viele sagen, das ist ein vorübergehender Effekt. Das hat auch viel mit Statistik zu tun. Letztes Jahr natürlich auch ein enormer Einbruch durch Corona. Und das wirkt sich jetzt statistisch gesehen natürlich nach oben auch aus, wenn die Wirtschaft wieder anzieht. Und dann gibt es einige Sonderfaktoren. In Deutschland beispielsweise im zweiten Halbjahr wird sich die Umsatzsteuersenkung aus dem letzten Jahr bemerkbar machen, die ja nicht mehr fortgeführt wurde für dieses Jahr. Und da ist dann dieser Basiseffekt deutlich stärker, der nochmal die Inflation antreiben wird. Die CO2-Abgabe, die zum 1. Januar eingeführt wurde, auf fossile Brennstoffe, auch die gab es ja vorher nicht, auch das ein statistischer Effekt. Und natürlich Rohstoffknappheit in vielen Bereichen. Sei es bei Eisenerzen, sei es bei verschiedenen Metallen, aber auch die Chip-Produktion hinkt hinterher. Autofirmen müssen immer wieder mal Werke vorübergehend stilllegen, weil zu wenig Chips vorhanden sind. Baumaterial, Bauholz wird dringend nachgefragt und all das führt natürlich dazu, dass die Preise steigen, entsprechend der Nachfrage, ein ganz normaler Effekt. Aber, und das sagen auch viele Volkswirtschaftler, entscheidend für die langfristige Entwicklung der Inflation ist das Lohnniveau. Und da ist noch keine Anspannung in Sicht. Die Lohnabschlüsse sind sehr, sehr moderat. Und das wird wahrscheinlich auch noch einige Zeit so bleiben, weil viele Branchen, wenn die Unterstützungsmaßnahmen jetzt peu à peu dann zurückgefahren werden, dann sagen viele voraus, dass Unternehmen in den Konkurs gehen werden, dass Arbeitsplätze abgebaut werden müssen, dass die Arbeitslosigkeit steigen könnte und damit natürlich Druck auf die Lohnabschlüsse herrscht. Und damit auch ein Ventil, was die Inflation anbelangt. Denn solange die Lohnentwicklungen nicht deutlich nach oben springen, wird sich die Inflation langfristig und nachhaltig auch nicht nach oben bewegen, außer diesen statistischen Sonderfaktoren. Und das Zinsniveau, da wird immer die amerikanische 10-jährige Bundesanleihe genommen, die aktuell so bei etwa 1,6, 1,7% rentiert, ist wieder eher zurückgegangen die letzten Tage. Aber da wird von einigen vorhergesagt, sollte die nahe 2% kommen, dann könnten Umschichtungen folgen von Aktien zu Zinsprodukten, die Fonds gerade die großen könnten, da aktiv werden. Ja, das könnte sein, aber eins darf man auch nicht vergessen. Was bedeutet denn ein Anziehen des Zinsniveaus? Das zieht nur an, das steigt nur, wenn die Wirtschaft gut läuft. Und wenn die Wirtschaft gut läuft, dann erzielen auch die Unternehmen überdurchschnittliche Gewinne, sodass es aus meiner Sicht, und ich habe das schon über 35 Jahre jetzt so gemacht, weiterhin Sinn macht, in Unternehmen investiert zu bleiben, weil da trotz anziehenden Zinsniveau die Gewinne deutlich höher sind, weil das die einzig produktive Anlageklasse ist. Einige Videos habe ich dazu schon gemacht, darauf will ich jetzt nicht nochmal im Detail eingehen, würde dieses Video überfrachten. Also bleiben Sie ruhig, denken Sie langfristig. Natürlich kann es sein, wenn die Zinsen wieder eines Tages anziehen sollten, dass dann vorübergehend solche Umschichtungen kommen werden, aber vorübergehend niedrigere Aktienkurse sind auf der anderen Seite auch immer eine Nachkaufgelegenheit, um wieder günstiger einsteigen zu können. Auch das sollte man nicht vergessen. Und was das Zinsniveau auch betrifft, viele Staaten sind enorm hoch verschuldet, die können sich's gar nicht mehr leisten, deutlich höhere Zinsen zu zahlen. Das würde sie an den Rand der Existenz bringen. Auch darauf müssen die Notenbanken natürlich Rücksicht nehmen. Und dann noch eins, was die Inflation anbelangt. Wenn die dann, wenn es so kommt, wie viele vorhersehen, diese Einmaleffekte wieder nachlassen im Laufe des nächsten Jahres und die Inflation wieder zurückgeht, dann ist von dieser Seite auch wieder Entspannung angesagt.
Unternehmensbeteiligungen bedeutet, Aktien bedeutet Sachwert, Sachwert bedeutet auch Inflationsschutz. Auch das sollte man nicht vergessen. Sie sind also auch da auf der sicheren Seite, was normale Inflationsentwicklungen anbelangt, weil diese Preissteigerungen Unternehmen längerfristig einfach auf ihre Preise draufschlagen und damit wieder höhere Gewinne erzielen, an denen sie beteiligt sind, und damit haben sie den Inflationsausgleich. Also, worauf können Sie oder sollten Sie achten, wenn Ihnen dieses Thema sehr wichtig ist? Auf die Verschuldung eines Unternehmens. Denn die Unternehmen, die höher verschuldet sind, reagieren empfindlicher und sind anfälliger auf steigende Zinsen, weil da die Zinslast dann in absoluten Zahlen natürlich deutlich höher ist und damit der Druck auf die Gewinne zunimmt. Schauen Sie sich die Unternehmen an, in die Sie investieren. Gerade die Verschuldung. Eine niedrige Verschuldung ist ein Schutz bei anziehenden Zinsen, bei anziehender Inflation zum einen, und ist aber auf der anderen Seite auch ein Schutz in Krisensituationen. Also, niedrige Verschuldung ist zu jeder Zeit ein Kriterium, auf das Sie achten sollten. Damit sind Sie immer auf einer soliden, auf einer sicheren Seite. Wie messe ich die? Beispielsweise die Eigenkapitalquote, der Fremdkapitalanteil, die dynamische Verschuldung, der dynamische Verschuldungsgrad, also Verschuldung im Vergleich zum erwirtschafteten Ergebnis oder zum Cashflow. All das machen wir in unseren Seminaren, in den Eintages- und vor allen Dingen auch in den Zweitagesseminaren. Und darauf gehe ich sehr, sehr intensiv ein. Und gerade Stichwort Seminare, auch das freut mich. Auch da können Präsenzveranstaltungen endlich wieder stattfinden. Nicht nur reine Online-Veranstaltungen. Und das freut mich ganz besonders, weil ich dann endlich wieder auch in Gesichter schaue, mit Menschen reden kann, Fragen beantworten kann, mich austauschen kann. Und das ist einfach viel, viel intensiver, als nur Online-Seminare durchzuführen. Also wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich an. Seminartermine stehen auf meiner Homepage. Ich freue mich, Sie persönlich zu sehen und kennenzulernen. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung am Aktienmarkt? Sehen Sie weitere Hochs, weitere Kurssteigerungen? Sehen Sie die Gefahr, dass durch anziehende Zinsen Aktienkurse deutlich einbrechen könnten? Wo sehen Sie die großen Indizes am Ende des Jahres? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Mich würde es interessieren, wie Ihre Meinung ist. Und wie immer, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like hinterlassen. Wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, weil so mehr Menschen von soliden Aktieninvestitionen profitieren können. Und wenn Sie künftig kein Video mehr verpassen wollen, dann macht Sinn, meinen Kanal zu abonnieren. Übrigens, Sommerzeit bedeutet häufig auch, dass Kurse etwas nachgeben. Ein Sommerloch, das es in der Politik gibt, das gibt es häufig auch an der Börse. Es kann durchaus sein, dass die nächsten Monate jetzt mal Rücksetzer kommen. Dann sollten Sie aber auch immer im Kopf haben, das könnten langfristig gute Nachkaufgelegenheiten wieder sein, um langfristig höhere Renditen zu erzielen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Jahr, glaube ich, nächstes Mal steht wieder ein Hauptversammlungsvideo an. Ich melde mich immer wieder und freue mich, wenn Sie meine Videos anschauen. Bis zum nächsten Mal.